Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander 4. Ja, wir sind ins Master-System gesprungen, nachdem wir beim letzten Mal eine Wissenschaftlerin gerettet haben. Und wir haben einen neuen Captain an Bord, Captain Hugh Paulson, von der dritten Flotte ist an Bord gekommen. Aber gucken wir uns erstmal an, was wir jetzt hier in Master zu tun haben. Wird Captain Eisen auch dabei sein, Sir? Captain Eisen ist mit anderen Aufgaben betraut worden. Befehl der Konföderierten. Aber er kommandiert noch dieses Schiff. Seine neuen Verpflichtungen gestatten es ihm nicht, seine frühere Funktion zu erfüllen. Ich befehlige jetzt dieses Raumschiff. Haben Sie ein Problem damit? Hat der Captain seine Pflicht nicht erfüllt? Über diese Personalentscheidung zu reden, steht uns nicht zu. Die Zeit wird knapp. Eine Mission wartet auf uns. Die Miliz der Grenzweltler hat es gewagt, ein sehr wichtiges Weltraumlabor in diesem System zu besetzen. Sie fliegen als Erste los und greifen die feindlichen Verteidigungsschiffe an. Ein Transporter mit Bodentruppen wird landen. Geben Sie ihnen Deckung, bis Sie den Rückzugsbefehl erhalten. Es ist absolut unerlässlich, dass wir das Labor von diesen Verbrechern zurückerobern. Wir werden uns nur mit einer Erfolgsmeldung zufrieden geben. Ich bin mir sicher, die Konföderation kann sich auf Sie verlassen können. Wegtreten. Okay, die Grenzwelten haben es also gewagt, eines unserer Labore anzugreifen. Dann wählen wir mal unseren Flieger aus. Können wir jetzt wieder ein anderes Schiff? Ja, schick, schick, schick. Dann nehmen wir natürlich nicht die Hellcat, das ist ja wohl ganz klar. Sondern den Longbow. Mit Imrex vollen Satz, das genügt. Wir nehmen nochmal das Flügel mal mit. Aha, Fisch. Hä? Na komm, wir fliegen wieder mit Primate. Ein Fisch. Ah, auch nicht schlecht. Ah, nee, der hat auch gar nichts. Hippie. Och Gott. Maniac. Zero. Vagabond, Quality, Primate. Nein, wir fliegen wieder mit Primate. Primate ist im Moment am besten. Nehmen wir mit. Okay, zurück und auf geht's. Oh. Okay. Okay, es kann losgehen, Leute. Ah, voll ganz, synchronisieren und auf geht's. Oh Mann, hör auf, diese Raketen zu beschießen, du Vollarsch! Ah! Dämliches Avenger Ace! Geht doch! So, wo ist der letzte? Da! Verdammt, das sieht nicht gut aus! Geht steiger aus! Ah! Danke für die Vorarbeit, Colonel. Wir landen jetzt. Ich fass es nicht. Jetzt bin ich ohne Wingman. Oh, Mann. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist der andere? Komm, komm, komm. Ein paar Raketen habe ich ja noch.
So. Das ist schon nicht mehr so lustig. Mann, oh Mann, oh Mann. Dieser Winger. Ich hätte vielleicht doch lieber Vagabond oder Maniac mitnehmen sollen. Naja, hilft nichts. Hilft nichts. Ich habe ja noch genug Raketen zum Glück. So. Kommt schon, jetzt beeilt euch mal ein bisschen auf eurem Außenposten hier. Los, ein bisschen schneller. Wie lange brauchen die denn, um diesen Außenposten einzunehmen, Mensch? Ich beschädigt? Nee, offiziell keinen Schaden, aber kann gar nicht sein, weil ich habe schon einen Bereich rot. Ach, scheiße, Avenger Ace. So. So, was ist der zweite? Da. Hey, hey, hey. Hör auf mich zu rammen, du Vollhonk. So, und trifft er? Wahrscheinlich nicht. Aber der muss gehen. Und sonst habe ich halt so viele Raketen, dass er bisher down geht. Boom. So, geht doch. Ha. Oh, ich liebe den Longbow. So viele Raketen, das ist echt herrlich. Aber das Spiel ist echt schwer, ey. Das ist echt heftig. So, jetzt habe ich nur noch Torpedos. Zwei Stück. Das sind zwei Torpedorampen. Jeweils zwei Torpedos. Die benötige ich jetzt aber nicht. Im Endeffekt muss ich jetzt nur warten, bis die Jungs fertig sind. Denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren das alle Gegner. Hoffe ich jedenfalls. Und auf Shuttle warten, ja. Okay, dann warte ich jetzt mal auf das Shuttle. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht nochmal Gegner, weil ich habe keine Raketen mehr. Mal gucken. Das? Naja, gut. Ich warte jetzt nämlich auf das Shuttle und ich melde mich gleich, sobald das Shuttle wieder startet, beziehungsweise fertig ist. Bis gleich. Dieser Schrotthaufen gehört uns, Colonel. Wir machen jetzt weiter. Alles klar. Mission abgeschlossen. Aha, das war's. Gut, zurück zur Dingenskirchen ohne Primate. Der Vollidiot ist ja ausgestiegen. Kommunikation. Lexington und Landeerlaubnis. Captain Paulson übermittelt Ihnen hiermit seine Glückwünsche. Sie dürfen ins Land. Captain Paulson ist mir aber mal ziemlich egal, ey. Arschloch. So. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir zwei... Das hast du verdient, Maniac. Guten Abend, hier spricht Barbara Miles von den TCN Nachrichten. Mein Gesprächspartner ist heute Admiral Torwin von der SRA. Unser Thema sind die steigenden Spannungen zwischen den Grenzwelten und der Konföderation. Die Union der Grenzwelten, wie sie sich jetzt selbst nennen, hat erklärt, dass sie mit der Konföderation in Frieden leben will. Aber, dass sie die Gesetze der Konföderation nicht länger als bindend ansehen. Daraufhin hat der Große Rat angeordnet, dass sich die Raumschiffe der Grenzwelten nicht mehr ohne Militäreskorte im Territorium der Konföderation aufhalten dürfen.
Wir schalten jetzt live zu Admiral Torwin in die Zentrale der Konföderation. Admiral? Hallo Barbara, guten Abend meine Damen und Herren. Seit Wochen werden Mitglieder der Konföderation bei der Ausübung von legitimen Weltraumoperationen angegriffen. Dabei werden viele Menschen umkommen, die unschuldig sind. Das Chaos ist vorprogrammiert. Um diese Verbrecher zur Strecke bringen zu können, ist es nötig, Raumfahrzeuge, die unter einer fremden Flagge fliegen, zu kontrollieren. Admiral, können die Union der Grenzwelten und die Konföderation zu einer Einigung kommen? Aber Barbara, was bleibt uns denn für eine andere Wahl? Vielen Dank, Admiral. Bitte. Und jetzt die Ergebnisse des galaktischen Cricket Cups. Das sind ja nette Aussichten. Nicht geschlafen. Gute Nacht. Du solltest dich auch aufs Ohr legen. Ist zu spät. Noch kurz rüber. Gute Nacht. Tja, und jetzt sitzen die beiden da und wir können mit ihnen reden. Das machen wir auch so gleich. Torwin hat recht. Die Konföderation muss mit allen Mitteln für Recht und Ordnung sorgen, sonst spielt doch jeder da draußen verrückt. Die Grenzwelten hat man seit Kriegsende schlecht behandelt. Diese Militäreskorte wird die Lage nur noch verschlechtern. Was? Die sollen froh sein, dass sie nicht unter der Herrschaft der Kilrathi leben müssen. Viele Leute glauben, es ist ihnen zu verdanken, dass wir lang genug durchhielten, bis der Colonel die Kilrathi vernichtete. Ihre Farm in Nephil liegt nahe den Grenzwelten. Sind Sie auch für die Militäreskortenpflicht? Die Konföderation geht zu weit. Die Konföderation muss hart durchgreifen. Die Konföderation geht zu weit. Ich finde Vagabond besser als Maniac, also stimme ich Vagabond zu. Hallo? Das Weltall ist groß. Es ist schwer, alle unter einen Hut zu bringen. Sehen Sie, die Konföderierten halten die Zügel seit 40 Jahren in der Hand. Das geben sie nicht so leicht auf. Haben Sie Captain Eisen gesehen? Er hält sich im Hintergrund. Ich kann's verstehen. Ich würde sagen, wir besuchen Captain Eisen dann einfach mal und gucken mal, was los ist. Ja, herein. Ah, Colonel. Schön, Sie zu sehen. Jetzt haben Sie endlich mehr Zeit für Ihre Post. Captain Paulson hat neue Befehle erwähnt. Ich warte auf meine Versetzung. Über neue Befehle weiß ich nichts. Ach, ich bitte Sie, Sir. Jemand wird diese unsinnige Entscheidung rückgängig machen. Die Konföderation hat sich sehr verändert. Ein Schiff zu kommandieren ist heute nicht mehr das gleiche wie früher. Wer weiß, vielleicht tun Sie mir damit einen Gefallen. Ich weiß Ihr Mitgefühl zu schätzen, Colonel. Sagen Sie der Crew, der alte Mann freut sich auf neue Aufgaben und Pflichten. Ja, Sir. Tja. Und jetzt haben wir nur noch Briefing. Und deshalb beende ich das Video jetzt an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander 4. Bis dann.